Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Es ist Freitag, ein schönes Wochenende wünsche ich. Und je nachdem, wann ihr das guckt natürlich. Aber von heute an gerechnet, in 2 Tagen beginnt der Oktober. Und das bedeutet, wir sind genau im Messemonat angekommen. Also, oder so gut wie. Und ja, keine Zeit verlieren, sag ich da. Wir legen los und schauen einfach mal, was so los war die Woche über. Ja, in eigener Sache. An dieser Stelle immer aber dieses Mal so eine Mischung aus in eigener Sache und einer Meldung. Der neue Podcast von den Brettagogen ist online. Und zwar ist das ein Team-Teaching, unter anderem zum Thema The King's Will. Ich durfte zu Gast dabei sein, habe mich darüber riesig gefreut. Es hat auch echt eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, es gefällt auch. Und eben The King's Will und dementsprechend dann im historischen Teil geht es dann eben um Otto den Großen, Deutschland oder beziehungsweise das, was Deutschland ist, werden sollte zu dieser Zeit. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr euch das anhört und besten Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Dann gehen wir mal zu Kickstarter. Das ist in dieser Woche gestartet. Resident Evil. Resident Evil 2 genauer gesagt. Aber jetzt eben nicht, weil es einen großartig ersten Teil Resident Evil gab, sondern weil es auf Resident Evil 2 oder dem zweiten Teil der Videospielreihe basiert. Und das ist zufällig mein Lieblingsteil des Spiels gewesen. Da habe ich wirklich gerne gespielt. In der Polizeiwache, weiß nicht, vielleicht können sich da einige noch dran erinnern. Und ein wirklich großartiges Spiel. Survival Horror soll sehr taktisch sein. Brett hat mich jetzt auf den ersten Blick noch nicht so wahnsinnig überzeugt vom Artwork hier. Ganz einfach sah es ein bisschen dröge aus. Aber was die Figuren angeht, natürlich umso mehr. Das erinnert schon sehr an Videospielvorlage. Es gibt auch so ein Retro-Pack, wo dann wirklich so diese ganzen Items relativ original aussehen wie damals auf der PS1, die noch gar nicht PS1 hieß zu dieser Zeit, sondern von der PlayStation. Und ja, es soll sehr knapp sein mit der Munition, das kennt man aus dem Spiel. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob es Farbbänder gibt, um das Ganze abzuspeichern. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem wir wirklich am Hadern sind, ob wir uns das zulegen. Sie ist draußen, endlich. Descent, Wege zum Ruhm, die deutsche Version der App für Descent Second Edition, die eben den Overlord in Ruhestand versetzt und das Ganze zu einem voll kooperativen Dungeon-Erlebnis macht. Wir haben es noch nicht runtergeladen, aber werden das jetzt schleunigst tun und das Ganze kommt dann hoffentlich auch bald in der Form auf den Tisch. Ja, nochmal Asmodee, auch lieferbar jetzt ist Sword and Sorcery die deutsche Version. Kooperativer, voll kooperativer Dungeon-Crawler und erfolgreiches Kickstarter-Projekt auch. Und jetzt, wie gesagt, in Deutsch sollte demnächst dann auch flächendeckend überall verfügbar sein. GMT hat einen neuen Titel in der P500, beziehungsweise GMT hat auch mehrere Titel in der P500, aber da GMT ja so einen monatlichen Newsletter macht, dachten wir uns, teilen wir das Ganze mal auf. Jetzt ist es der erste Titel, auf den wir jetzt hier eingehen in dieser Woche. Ich lese das mal eben vor, ist Saint-Omer to Saint-Crispin. Crispin. Und zwar Tactical Battles of the Hundred Years War. Das Ganze ist vom Autor Mike Nagels, der auch Son of York gemacht hat. Und im Grunde ist dieses Spiel auch eine Art Nachfolger von Son of York. Es ist ein taktisches, kartengetriebenes oder kartengesteuertes Wargame, zu dem noch gar nicht so viel bekannt ist, außer so ein bisschen die Ausstattung. Es gibt so ein paar Fotos von Playtest-Maps und werft da ruhig mal einen Blick. Klingt interessant, vom Setting sowieso für mich finde ich es auf jeden Fall spannend und ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich im Auge behalten werde. Ja, dann nochmal GMT und zwar ein Hinweis einfach auf 2 Videos, die man bei YouTube finden kann und zwar sind das Tutorial-Videos. Das eine, Fort Sumter, das neue Spiel, ist schon fast so ein Gateway-Wargame von Mark Herman. Mark Herman kennen wir von Churchill, Pericles, jetzt jüngst oder aber auch Empires of the Sun und. Und Fort Sumter eben als Tutorial anhand seines Prototypen erklärt. Und das zweite ist ein Szenario oder so ein Demo-Szenario von Gandhi. Gandhi ist ja einer der nächsten Coin-Titel, also ich meine, das kommt Pendragon, dann kommt, wenn wir das Erweiterung rauslassen, also kommt nach Pendragon dann Gandhi. Und Gandhi ist eben dadurch interessant, finde ich, einmal, das ist ein sehr untypisches Setting und es ist eine Fraktion dabei, die eben völlig gewaltlos funktioniert, die also gar nichts mit Gewalt tut. Das ist natürlich sehr thematisch. Und da kann man auch bei YouTube ein Demo-Szenario sich einfach mal angucken, wie das Ganze so von der Hand geht. Links findet ihr unten. Ja, ein Spiel, das uns auf vielen Neuheitenlisten aufgefallen ist, ist Killing Code Venice Vendetta. Erschienen bei GameDo Games und das Ganze ist ein Spiel, das dann so semi-kooperativ, würde ich sagen. Also ein Spieler schlüpft in die Rolle eines Killers, der im Laufe des Spieles über eine bestimmte Zeit verschiedene Auftragsmorde einfach erledigen muss.
während die anderen rauskriegen müssen, wer denn dieser Killer ist und ihn aufhalten. Also, ne, die haben dazu eine bestimmte Anzahl von Runden Zeit, er und der Killer eben auch. Das Interessante daran ist eben, dass durch viel Verhandlungsgeschick, Täuschung, Ablenkung und, eben dieser Killer ja mit am Tisch sitzt und die anderen versucht eben auf falsche Fährten zu locken. Also dadurch so ein paranoides Gefühl entstehen wird, so stelle ich mir es zumindest vor. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Galactica, so grob von der Art her oder vielleicht auch Winter der Toten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Und dazu hat das Spiel nur noch verschiedene Szenarien, wo auch die Spielmechanik abgeändert wird innerhalb der Szenarien, was ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Ja, kurzer Hinweis: Viral ist erschienen auf Deutsch, ist es lieferbar. Wir sind selber sehr gespannt auf den Titel. Wir haben es schon da und freuen uns aufs Live-Play. Vorbestellbar bei Portal Games Deutschland ist ab sofort Rising 5, dieses kooperative Spiel, bei dem es eben darum geht, so einen alten Code eines Orakels zu knacken und verschiedene Hinweise immer wieder bekommt. Guckt euch das Ganze mal an. Ich meine, 30 Euro wird das Ganze kosten im Vorbesteller-Aktion. Und ist bestimmt einen Blick wert. Einfach bei Portal Games Deutschland. Zweite Sache zum Vorbestellen ist eine neue Fraktion für Neuroshima Hex. Und zwar die Iron Gang. Die Iron Gang, das ist so eine, ja, so eine Art Biker-Gang, die rumfährt und mit der man eigentlich nicht gerne Ärger hat. Aber wenn man sich anguckt, worum das Spiel geht, ist zu Spielbeginn eigentlich schon alles zu spät. Man hat den Ärger und die Iron Gang steht auf dem Feld. Ja, Kickstarter haben wir zum Anfang, Kickstarter haben wir jetzt nochmal und zwar Seventh Curse. Ist wieder da, wieder zum Becken. Das heißt, alle zu spät gekommenen, wie wir auch, können jetzt nochmal zuschlagen. Das Grundspiel mit sämtlichen Erweiterungen und Stretch Goals wie aus der ersten Kickstarter-Kampagne. Zusätzlich obendrauf gibt es eine neue Erweiterung und ja, einfach mal gucken. Gestern las schon bei 1,5 Millionen, dass es, denke ich, der nächste Kickstarter einfach durch die Decke gehen wird. Neu in der Spieleschmiede ist Import-Export. Ein Wirtschaftsspiel mit über 100 verschiedenen Waren, die so auf dem internationalen Weltparkett gehandelt werden können. Es müssen Schiffe beladen werden, Schiffe abgeladen werden, Waren verkauft. Das ist also wirklich ein Wirtschaftsspiel. Soll dabei aber sehr zugänglich sein und kommt in zwei Versionen raus. Einmal so eine Grundversion, ich meine für 39 Euro und für 20 Euro mehr gibt es eine Sammeledition. Diese Sammeledition wird dann nochmal wieder fünf Erweiterungen enthalten, die dann eben das Ganze nochmal wieder etwas komplexer und tiefer gestalten. Ja, dann kommen wir zu Capstone Games. Capstone Games haben wir auch schon öfter gehabt an dieser Stelle. Ihres Zeichens eigentlich ein Verlag, der immer Neuauflagen rausbringt und zwar von relativ komplexen Euro-Games, Wirtschaftsspielen eigentlich so vorneweg. Und dementsprechend jetzt zur Messe vorbestellbar dort ist The Roar, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und auch Wildcatters. Wildcatters ist ein Spiel, das vor einigen Jahren, oder 3, 4 Jahren, 5 Jahren, bei einem holländischen Kleinverlag erschienen ist, oder niederländischen Kleinverlag erschienen ist. Ist so ein Spiel, das auch auf Euro-Elemente setzt, aber so ein Flair von alten Handelsspielen verbreitet, finde ich. Es war für mich damals absolut ein Grund, das Spiel zu kaufen. Es geht ins Ölgeschäft, wie gesagt, und es beinhaltet eben Elemente wie Versteigerungen, wie Mehrheiten und das Ganze eben in diesem Wirtschaftsspiel vereint. Und dann sind wir auch schon bei den Comics. Splitter. Bei Splitter ist erschienen Exo. Exo leitet sich ab von Exoplanet. Exoplanet sind wiederum erdähnliche Planeten, von denen laut Wissenschaftlern Tausende allein in der näheren Galaxie vermutet werden. Und jetzt geht es in diesem Comic eben um diese Suche nach Exoplaneten, aber eben auch um den Gedankenschritt weiter. Es ist halt immer noch Sci-Fi und Sci-Fi, nicht Sci-Fi, es ist Sci-Fi. Sci-Fi-Thriller wird auch gesagt. Und was ist denn nun? Gibt es Leben? Gibt es bewohnbare Planeten überhaupt unter diesen Exoplaneten? Wenn ja, wie kommt man denn überhaupt dorthin? Wie weit sind sie weg und wie überbrückt man diese Entfernung? Und gibt es halt im All auch irgendwelche Leute, die das vielleicht nervt, wenn man ständig nach ihnen sucht? Auf jeden Fall ein Comic, der von der Story her einiges an Spannung verspricht. Ja, John Michael Straczynski ist auch so einer der wirklich großen Autoren des Comics. Es gibt einen riesigen Marvel-Run von ihm zur Zeit des Civil Wars, großartiges Teil. Rising Stars, auch so eine ganz bekannte Serie von ihm. Und eben natürlich ist er auch der Autor oder Hauptautor von Babylon 5, großartige, kultige Sci-Fi-Serie aus den 90ern. Jetzt bei Panini. Silver Surfer Requiem aus seiner Feder und bestimmt Grund, sich mal eine Story von dem traurigen Helden anzugucken oder anzulesen auf jeden Fall. Ja, neuer Teil in der
Batman Deluxe Reihe ist Batman Noel. Und Batman Noel ist nichts Geringeres im Grunde als Charles Dickens Weihnachtsgeschichte transportiert nach Gotham City. Es wird gesagt, Gotham City sah noch nie so schön aus wie in diesem Band. Ist auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr interessiert, sehr reizt. Ich kenne die Geschichte selber nicht und ja, finde es eine gute Idee. Dann sind wir am Ende des Journals für diese Woche. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt wieder an dieser Stelle informiert und lasst uns aus diesem Grund einen Daumen da. Habt ihr irgendwas zu erzählen, uns mitzuteilen, sei es konstruktive Kritik, sei es Anmerkungen, sei es Ergänzungen, bitte immer rein. Wir freuen uns über jede Art von Reaktion von euch und geben uns Mühe, so schnell wie möglich zu reagieren. Und ansonsten, wenn ihr noch kein Abo habt, auch darüber würden wir uns natürlich riesig freuen. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle besten Dank fürs Zugucken. Ein schönes Wochenende nochmal, je nachdem, wann ihr das guckt. Wie gesagt, spielt was Schönes. Vielleicht sehen wir uns noch. Besten Dank und tschüss.